Warum ist der Clement denn ausgetreten? Naja gut, Kreisende soll man nicht aufhalten. Hey, ganz ruhig, keine Panik wegen der Wirtschaftskrise. Da kümmern sich Leute drum, die Ahnung haben. Ja, und der Steinbrück zum Beispiel gibt Entwarnung. Wir haben es mit einer Konjunkturabflachung zu tun, mit einer deutlichen Eintrübung. Aber wir haben es nicht mit einer Rezession zu tun. Ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland steht nicht in einer Rezession. Punkt. Was? Oh, sorry, mein Fehler. Das war vor 2 Monaten. Ja, richtig. Gestern klang das bei ihm schon etwas anders. Ah, Rezession! Überall Rezession! Okay, er hat es etwas vorsichtiger formuliert. Aber muss er ja auch, damit in der Bevölkerung jetzt keine Panik ausbricht, sondern erst in 2 Monaten. Aber es landet schon niemand auf der Straße. Und falls doch, gibt es ja diese geniale Erfindung. Schlafplätze für Obdachlose, die durch die Abluft aus Gebäuden gleichzeitig aufgeblasen und beheizt werden. Und wer noch eine Wohnung hat, freut sich bei schlechtem Wetter über dieses Konzept von Sounds Butter. Ein Regenschirm, der nach Gebrauch blitzschnell wieder trocken ist, da er das Wasser mit Ultraschall verdampft. Das Ding brauche ich zum Abtrocknen. Die Konjunktur liegt im Moment so brach, manche fordern schon Gutscheine an die Bevölkerung zu verteilen. Also der bärtige Mann nächste Woche könnte auch der Steinbrück sein. Ja, warum die Bürger nicht gleich zwangsbeschenken? Geschenkvollzieher, sofort aufmachen oder ich rufe den Nikolaus. Genau, und dann gibt's zum Beispiel für jeden eine Brosche von Yunju Li, egal ob als Ketchup oder Tintenfleck. Oder natürlich als Nasenbrosche, Modell Milchbart. Ja, immer noch besser als ein Staubsauger. Wer sowas schenkt, vor allem seiner Angebeteten, der landet ganz schnell im berüchtigten Doghouse, dem Kerker für unsensible Ehemänner, in dem man Wäsche zusammenlegen und für seine Sünden bitter büßen muss. Das Licht der Welt erblickt da sogar eher nochmal dieser arme Tropf, der im Kurzfilm Sunshine für seinen kargen Lohn schwer schuften muss und sein hart verdientes Geld dann auch noch opfern muss, um wenigstens einmal kurz die Sonne zu sehen. Naja, ich will hier aber auch nicht schwarz malen. Das wäre völlig unangemessen bei so viel roten Zahlen. Man muss das Leben mit Humor nehmen. Wie Techno Tuesday, die Cartoon-Serie von Andy Remeter, der Fortschritt und Technik mit zum Teil ziemlich schwarzem Humor beleuchtet. Und den haben durchaus auch die Jungs gehabt, die das Killerspiel Counter-Strike in Vincent van Goghs Gemälde Sternennacht verlegt haben, in dem auch sämtliche Muster und Oberflächen von Van Gogh inspiriert sind. Und gewinnen tut natürlich der, der dem anderen zuerst das Ohr abschießt. Der arme Vincent. Wie sagt man doch, auf einem Ohr kann man nicht schlafen. Jedenfalls nicht so schnell. Ja, weil man dann die Nap-Sounds kaum hört. Und die sind doch unerlässlich für ein kurzes, erholsames Nickerchen. Deswegen gibt es bei Nap-Sounds jeden Tag 3 neue Sounddateien mit Sprache und Musik, die einem dabei helfen sollen, ein genau 20-minütiges Schläfchen zu halten. Gut, ein Chart-Erfolg wird das sicher nicht. Deswegen sollte man auch nicht bei BAMP darauf setzen. BAMP ist ein deutschsprachiges Browserspiel, bei dem man als Musikproduzent Musiker signen kann. Existierende Musiker, deren tatsächlicher Erfolg mir als Produzent dann entsprechend Punkte einbringt. Ich frag mich nur, warum Dave Grohl mich trotzdem nie zurückruft. So, verratet ihr uns doch heute mal, was euer schlimmstes Geschenk war. Als Täter oder Opfer. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. Ja, Steffi, Mann, du fette Schlampe. Ja, ich muss dieses Jahr etwas bei den Geschenken sparen. Ja, nee, das stimmt schon. Fette Schlampe, habe ich gesagt.